und dann kann ich mich ein bisschen mehr um den Stream kümmern oder so, um die Begegnung. Vielleicht. Aber jetzt, ah, okay. Er wollte nicht Ken, sondern Ryo. Ryo so ein bisschen defensiverer Charakter als Ken. Ist langsamer, stationärer, viel mit dem Shakunetsu und dem Hadouken unterwegs. Aber natürlich trotzdem super stark. Das kennen wir. Was man sonst noch über das Matchup sagen könnte. Also Ninja hat relativ viele Multi-Hits, die können natürlich immer den Fokus unterbrechen. Das heißt, er kann jetzt nicht einfach in der Luft die Downbeat machen, um wieder runterzukommen. SDN jetzt also hier mit Greninja. Okay. Gilt, glaube ich, als drittbester Greninja in Deutschland. Habe ich gehört. Aber hat irgendwie hier, wie hieß er denn noch? Clutchbox besiegt mit Greninja, deswegen hat sich da ordentlich Punkte gefarmt und holt sich jetzt hier auch den ersten Stock von Justin, aber 150%, mal gucken, wie lange er die halten kann, weil hier, er braucht eigentlich nur noch einen Down-Tilt oder sonstigen Tilt eigentlich. Scheint jetzt aber gerade einfach ein bisschen weniger auf die mit ihr den Shakunetsu und Hadouken zu arbeiten. Jetzt, wo er hinten ist und greift mehr so einfach straight up an. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich glaube, um hier zu gewinnen, müsste er schon einfach weiter stationär spielen, relativ. Sich langsam nähern. Das ist natürlich immer nicht leicht gegen SDN. Oh oh. Ah, okay, gut gepunished. So. Wer kommt hier ins Grand Final oder ins Winners Finals, besser gesagt? Mal schauen, ob SDN hier sein Rematch gegen Gaiva bekommt. Das war ja Offstream. Ich würde das sehr gerne Onstream haben. Winners Finals safe haben wir das Onstream natürlich. Okay. Justin tastet sich hier langsam ran. Aber jetzt hier die Combo. Okay. So ein bisschen Custom von SDN. Und natürlich viele Leute in letzter Zeit in Deutschland Greninja gesehen, einfach weil sie Tarik verfolgen. Momentan beste deutsche Spieler, der auch international unterwegs ist und tatsächlich hier aus dem Norden kommt. Der jetzt gerade im Moment, glaube ich, in NRW wohnt, in so einer Smash-WG. Und ja, international auf jeden Fall gut abreißt. Hier jetzt gerade der Kill. Letzte Chance hier für Justin nochmal. Holt sich den Kill. Muss jetzt ordentlich Prozente machen. Ja, also Ryo funktioniert auf jeden Fall, wenn man die Projektile nutzt. Weil die einfach sehr gut sind. Man kann einfach variieren, wie lang die gehen, wie schnell sie sind und ob es Multi-Hit ist oder nicht. Oh! Das killt aber näher to fair. Da haben auch die Projektile nicht gereicht. Aber wie gesagt, sind gute Projektile. Kann man gute Traps mitstellen. Ja. Also wie wir gerade gesehen haben, oder generell, also dadurch, manche Side-Events sorgen einfach dafür, dass die Leute viele verschiedene Charaktere spielen. Und wenn sie das machen in den Side-Events, habe ich das Gefühl, sieht man die auch öfter mal im Bracket dann. Wobei SDN, glaube ich, in Cruise nicht einmal dran kam. Also er hat gesagt, ich bin der Anchor, ich spiele zuletzt. Aber dafür ist er gar nicht dran gekommen. Hat halt mit Justin und Splash Match geteamt und kam nicht mal zum Einsatz. Gut, also startet wieder mal gut für SDN hier mit den... er spielt auf jeden Fall gerne mal mit Cross-Ups mit diesem Charakter. Mit der Back haben wir das gerade gesehen, mit den Nairs ist mir das auch öfter mal aufgefallen. Ja, und was er halt besonders gut macht, ist einfach Gimpen. Also er gimpt echt gut mit der Back Air von Greninja. Straight up F-Smash einfach. Sehr gut. Das liebe ich ja einfach. Raw F-Smashes. Erste Attacke, wenn man on Stage wiederkommt. Ja, Justin muss sehr darauf aufpassen, dass er nicht gegimpt wird.
Und ja, er muss das Neutral hier irgendwie gewinnen. Bisschen mehr Movement. Aber das mit dem Shakunetsu gefällt mir schon ziemlich gut. Okay, auch hier wieder. Ja, schwierig, ne? Ja, ich glaube... Wow, er ist wirklich noch rangekommen so. Interessant. Okay, Down Tilt Up Smash mit dem Empty Hop davor. Ja, doch. Also, der Greninja von SDN sieht tatsächlich echt ziemlich gut aus. Mal schauen, ob da noch irgendwelche SDs oder sowas kommen. Aber ich habe ein paar Mal das Gefühl gehabt, dass das kommen könnte. Der Fair Offstage. Oh, das war der kleine Shoryuken. Der hat nicht gereicht. Daher das 2:0 hier für SDN. Wobei es eigentlich ganz gut aussah mit dem Ryu. Normalerweise Justin eher mit Fox unterwegs, aber spielt ja sowieso mega viele Charaktere. Früher ganz am Anfang irgendwie Ken gespielt, weiß ich noch. Dann kam irgendwann Sephiroth davor und danach kamen bestimmt auch noch ganz viele. Okay, was sehen wir jetzt hier? Was wird als nächstes gespielt? Okay, wir bleiben bei dem gleichen Matchup. Aber auf einer anderen Stage. Ja, dann kam Fox und jetzt kommt wohl noch Ryu dazu. Finde ich eigentlich ganz cool. Mhm. Ja, jetzt... Ja. Guter Trade. Ja, das spielt SDN auf jeden Fall sehr präzise zu Ende. Also da wird es dann schwierig. Ja, was soll man da machen, ne? Ah, was soll man da... Ah, okay, er hat's geschafft. Gerade noch so. Aber das macht... SDN hat schon ein gutes Gefühl dafür, ein gutes Auge, wo ein Charakter praktisch gezwungen ist, eine Aktion zu wählen, weil er sonst checkmated wird. Das ist eben die Sprungkraft von Greninja, da kann man Leute auch ganz unten noch checken und kommt trotzdem noch dran. So, SDN mal an der Edge, aber das hat halt nicht lang gehalten. Ich habe das Gefühl, relativ uneffektiv an der Edge. Da muss sich Justin auf jeden Fall was überlegen. Schafft es hier mit dem Outer Shield Up Smash. 80% ist noch machbar. Okay. Ah, kommt er diesmal ran? Nein. Also wirklich, so in 100% der... Oder, naja gut, einmal haben wir gesehen, dass er noch rangekommen ist. Aber ja, 90% der Fälle ist er dann halt weg. Wirklich einfach weg. Ja, da respekte ich auf jeden Fall, dass Justin da auf Ryu bleibt, um diese Bracket-Erfahrung zu sammeln. Ja, nicht das leichteste Matchup. Ich frage mich, wie das mit Ken ist. Ob da Ken einfach die bessere Wahl gewesen wäre. Kann ich nicht sagen. Das ist jetzt natürlich ein ganzer Berg Arbeit, der hier auf Justin zukommt. Und der ist auch nicht zu besteigen. Es ist das 3:0